Ja, ich bin Alexander Marx, Hauptbrandmeister bei der Feuerwehr Gelsenkirchen. Verheiratet, zwei Kinder. Dadurch, dass ich bei der Stadt Gelsenkirchen beschäftigt bin, als in der Feuerwehrbeamter, habe ich Sicherheit, dass ich meinen Beruf auch ausüben kann bis zu meiner Pension. Ich weiß, als ich damals die Zusage von der Stadt Gelsenkirchen bekommen habe, dass ich die Ausbildung beginnen darf, habe ich zu meiner Frau gesagt, die Tochter war 9 Monate, das ist wie ein Sechser im Lotto. Und dann bin ich jetzt in den weit über 20 Jahren 2 Dienstgrade aufgestiegen. Ich bin jetzt Hauptbrandmeister. Auch dahingehend bekommen Kollegen die Möglichkeit, sich weiterzubilden. Und da ist die Stadt Gelsenkirchen also auch weit vorne, würde ich sagen. Ich fühle mich hier unwahrscheinlich wohl in der Stadt. Ich würde nie woanders hin wollen. Ja, also die Tage bei uns sind, da ist das Schöne an dem Beruf, immer anders. Wenn es brennt, fahren wir raus. Wenn die Katze im Baum ist, holen wir die Katze runter. Behalten Sie Ihre Freundlichkeit. Da lachen heute noch die Kollegen, weil ich eigentlich als Grummel verschrien bin bei uns. Also ich kann über die Kameradschaft jetzt nur von der Feuerwehr sprechen und die ist wirklich genial. Wir haben wirklich eine tolle Gemeinschaft bei uns bei der Wache. Wir machen sehr viel auch in der Freizeit zusammen und das möchte ich nicht mehr missen. Das ist wirklich toll. Der Menschenschlag. Daran merkt man, dass man im Pott ist, wenn man mit denen draußen zu tun hat. Ne? Weil wir Pottler sind halt besonders. So wie ich. Ich bin direkt, ich sage jedem, was er hören will oder auch nicht hören will. Ne, ich bin kein Held. Ich bin ein ganz einfacher Mann, der den Beruf gelernt hat. Ne, ich mache gerne. Und natürlich ist es befriedigend, wenn man nach Hause gehen kann und sagen kann, ich habe wieder jemandem geholfen. Ja, wir bei der Stadt Gelsenkirchen, wir sind einmalig.